Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Modern Consumer. Ich bin Romana Krieger, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Announcement. Wir befinden uns gerade hier im Studio von Game Insight. Und jetzt geht's mit dir los, ne? Ja! Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Ihr habt ja gerade das mega Intro gesehen von meinem Announcement. Wer hat mich angekündigt? Die meisten von euch kennen den ja, den super Burschen. Es war Commander Krieger, einer der größten deutschen FIFA-Let's Player, die es gibt. Und ja, der hat ca. 200.000 Abonnenten, macht, glaube ich, mehr Shooter und sowas von der Xbox 360, PlayStation 3. Und ist ein sehr cooler, netter Typ. Ich konnte ihn jetzt diese Woche kennenlernen. Und zwar bei Game Insight, die haben mich so angerufen und gefragt so, Basti, hast du Bock hier FIFA spielen mit Commander Krieger, der ist bei uns? Ich so, na klar, wer will den nicht kennenlernen? Und persönlich mit ihm spielen und nicht nur hier so ein Autogramm holen lassen. Ich habe ja gehört, auf der Gamescom war die Hölle los, als der Krieger da irgendwie mit einem Abonnententreffen gemacht hat. Und zu meinem Abotreffen kommen wir gleich noch. Aber jetzt erstmal mal kurz zu diesem Event mit Krieger jetzt diese Woche. Also ich war bei Game Insight, wir wollten halt ein paar Spiele machen, leider war die Zeit relativ knapp und mal schauen, der Krieger lädt auf jeden Fall ein Video hoch, da werde ich dabei sitzen, es war eigentlich unnötig, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es ein bisschen peinlich und unangenehm, aber ich sitze mit denen auf der Couch und die beiden spielen und ich sitze daneben so und weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Guckt also auf jeden Fall mal beim Krieger rein, ich werde in die Videobeschreibung eine Verlinkung von seinem Kanal machen. Und da wird am Freitag ein Video reinkommen, wo der Krieger gegen Stefan von Game Insight spielt. Ich sitze daneben auf der Couch und versuche ein paar Wörter zu sagen, aber ich sag euch was, der Typ hier hat halt so eine mega Ausstrahlung, so ein Karma, wie man das nennt. Wenn der einfach da ist, da sitze ich sogar, obwohl ich eigentlich nicht schüchtern bin in der Hinsicht, sitze ich da so klein mit Hut daneben und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze rüberkommt. Wie ich da rüberkomme, ich weiß es nicht. Also mir kam es ein bisschen komisch alles vor. Aber ich fand es cool, dass ich dabei war. Und ja, wir hatten halt ein paar Runden gespielt. Und dann habe ich den Krieger halt mal gefragt, hier, wie sieht's aus? Machst du mal kurz das Intro für mein Announcement? Er so, ja klar, können wir machen, kein Problem. Draußen standen schon die ersten Abonnenten, die so zu seinem Abo-Treffen kommen wollten hier in Kassel. Also saugeil, saulustig. Und ich kann nur sagen, der Krieger ist echt ein cooler Typ, sehr sympathisch und ich habe mich echt gefreut, dass ich ihn mal kennenlernen durfte und bestimmt sehe ich ihn nochmal, weil wir ja bei Game Insight da zusammen sind. War auf jeden Fall eine saucoole Aktion und davon wollte ich euch auf jeden Fall mal berichten. Ich werde auch dann den Link zu dem Video, wo ich dann drin sein werde, nochmal euch posten, als dass ihr das seht halt, wenn ihr mich abonniert habt. So ganz einfach ist das. Ja, kommen wir dann mal zum nächsten Thema. Das war ja jetzt, denke ich, schon mal irgendwie so das Mega-Highlight, finde ich. Für mich persönlich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr könnt dann auch was davon haben, wenn ihr das Video dann seht. Ja, anderes, letztes Ereignis, was ihr bei mir sehen konntet im Kanal, was ja auch mein 10.000 Abonnenten-Special war, war die Gamescom, mein Besuch in Köln und das Abonnententreffen. Ein sehr geiler Tag. Ich war ja am Samstag da, hatte alles in meinem Kanal angekündigt. Hier, ich bin dann da und da, 15 Uhr sollte das Treffen sein. Also bin ich Samstag hingefahren zur Gamescom mit meinem Kumpel und 10:30 sind wir angekommen. War ein bisschen aufwendig und nervig alles. Parkplatz finden im Parkhaus, dann darüber latschen. Ich hatte einen Presseausweis, musste da auch noch was organisieren. Bis ich dann endlich auf der Gamescom angekommen bin, war es halt wie gesagt 10:30 und dann habe ich nur noch ewige Schlangen gesehen und habe so gedacht, ja schön, ich will aber auch mal eine Runde irgendwas spielen oder was sehen. Und dann habe ich den Pro Evolution Soccer Stand gesehen. Die Demo habe ich ja jetzt neulich schon mal angezockt. Aber da kam man relativ schnell dran und da habe ich das Spiel mal gespielt, eine Runde. Also war sehr cool. Aber so bei anderen Spielen muss ich sagen, an dem ganzen Tag habe ich eigentlich fast gar nichts gespielt, außer noch StarCraft und FIFA. Mehr habe ich nicht gespielt, ansonsten habe ich nur Videos gesehen, Trailer gesehen und massenhaft Anstellreihen, wo Leute tatsächlich mit ihren mitgebrachten Klappstühlen angekommen sind. Es war auf jeden Fall sehr lustig, aber es gab sehr viel zu sehen, sehr viele Freaks, sehr viele hübsche Mädels und ja, war auf jeden Fall ein ganz cooler Tag. Und ich habe halt den ganzen Tag, ich muss mal ganz kurz gucken hier, diese Kamera, ich musste eben schon mal wieder neu anfangen, weil die Kamera mit drin aufgehört hat, aufzunehmen. So, FIFA 13 wollte ich anspielen. Mein Abo-Treffen war um 15 Uhr und ich habe bis 14 Uhr nicht geschafft, FIFA anzuspielen.
Ich bin zu dem Stand hingegangen, so, naja, eine Stunde Anstehzeit, ich habe keinen Bock zu warten. Habe ich gedacht, hey, da muss ich doch mal meinen Presseausweis hier ausnutzen. Habe ich den Typen angelabert und so, hier, ich will noch ein Review machen und sowas, ja. Und dann hat er gesagt, ja komm, dann geht rein beide. Und dann haben wir da uns FIFA anspielen können, konnten zwei Runden spielen. Und dann wollte ich da in dem Bereich ja noch filmen und so mein Erlebnis davon erzählen, was ihr in meinem Video sehen könnt, was ich da online gestellt habe. Und da ist diese epische Szene passiert, wo der EA-Typ da, dieser Aufseher, der stand da neben mir oder hinter der Kamera und macht die ganze Zeit so, guckt mich so an dabei und ich lasse mich halt voll ablenken. Das war super lustig. Ich habe es auch im Video so gelassen und dann so direkt dann irgendwann ein Kommentar von einem Abonnenten drunter. Ey, das ist ja wie so ein TV-Total-Nippel, voll geil. Und was macht irgendein Abonnent, also ich weiß jetzt den Namen gar nicht, macht da tatsächlich ein TV-Total-Nippel draus. Richtig cool gemacht und ich finde das total episch. Das könnte man theoretisch dahin schicken. Das würde voll geil sein. Als er nicht im Fernsehen war und mich voll verlabert hat. Ich finde es voll cool. Das Video hat schon irgendwie so 1600 Klicks oder sowas. Ich mache auch den Link nochmal in die Videobeschreibung rein. Guckt euch das mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Genauso wie mein FIFA 13 Video. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, und dann kam es zu diesem unglaublichen Abonnententreffen und ihr glaubt gar nicht, ich war ohne Scheiß, ich war voll nervös, ja, also ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt, ne? Ich wusste nicht, wie viele Leute da hinkommen, ich wusste, dass ein paar da sein werden, hat sich ja einige über Facebook angemeldet, ja, und dann denke ich mir so, ja, was machst du jetzt? Und dann bin ich rausgegangen auf dem Platz, es war übelst heiß da, die Sonne nur so drauf geknallt und die ersten Abonnenten kamen auf mich zu, da war ich schon mal erleichtert, war voll froh und ja gut, dann standen wir so da, alle im Halbkreis um mich rum, ich so, was sag ich denn jetzt? Aber ich glaube, das hat ganz gut alles geklappt, die Abonnenten, die da waren. Ich danke euch übrigens dafür, dass ihr extra da hingekommen seid, euch die Zeit genommen habt. Leider haben es irgendwie ein paar nicht geschafft, mich haben einige angeschrieben, die meinten so, ja, die haben es nicht gefunden. Aber das war eigentlich relativ einfach zu finden zwischen Halle 5 und 6, das war so ein kleinerer Bereich. Und wir standen ja da so ein Pulk in der Mitte, also man konnte uns eigentlich nicht übersehen haben. Vor allen Dingen, als wir dann spätestens dieses Hallo, ihr Modern Consumer gerufen haben. Das war schon sehr cool. Also ein unvergessliches Erlebnis für mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen. Nächstes Jahr spätestens auf der nächsten Gamescom. Oder vielleicht ist ja noch irgendein anderes Event oder irgendwas anderes dazwischen. Ich lasse mir was einfallen. Ja, das war meine Gamescom-Erfahrung. Ich war danach noch ein bisschen da rumlaufen, habe mir noch FIFA 13 mit FIFA Tapsticks angeguckt. Ich weiß, den Namen spreche ich nicht richtig aus. Ich krieg's auch irgendwie immer nicht hin. Außerdem übrigens Hamburger Youngstars, die waren auch noch da, auch FIFA-Zocker, hatten auch kurz Hallo gesagt. Also alles in allem war es ein sehr cooles Treffen, ein sehr cooler Tag. Sehr anstrengend, mir tat der Kreuz danach weh nur noch. Und ja, aber sehr cool. Und ich freue mich aufs nächste Event, was so irgendwann mal anstehen könnte. Ja, was gibt's noch so zu berichten? Ich würde mal sagen, ich will auf jeden Fall kurz mal erwähnen, weil ich das wirklich immer wieder oft gefragt werde, auf was ich jetzt FIFA 13 spielen werde. Ich sage es jetzt nochmal, ich versuche es nochmal irgendwo zu sagen und dann ist aber auch gut, weil die Antworten kann ich nicht auf jede persönliche Nachricht da in der Hinsicht schicken. Ich werde mir FIFA 13 auf der Xbox 360 holen und auf dem PC. Auf der Xbox 360 werde ich Gameplay-Aufnahmen machen, da werde ich alles spielen drauf, denke ich mal. So ist jedenfalls mein aktueller Plan. Und auf dem PC werde ich Tutorials machen für PC-Geschichten. Vielleicht gibt es dann auch endlich wieder, gibt es wieder wahrscheinlich wieder Mods und sowas. Da werde ich dann hoffentlich was machen. Ja, und außerdem wird es eine Review zu FIFA 13 geben und zu Pro Evolution Soccer bei mir im Kanal. Ich kriege halt von Game Insight Versionen und die werde ich dann vorstellen und auch einen Vergleich FIFA versus Pro Evolution Soccer. Ich habe mir da auch schon überlegt, wie das Konzept so sein wird. Wird, glaube ich, ein sehr cooles Video, hoffentlich, wenn das alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Und ja, damit sollte diese Frage schon mal beantwortet sein. Außerdem noch eine Frage, die ich beantworten will. In FIFA 13 wird es keine dritte Bundesliga geben. Nein, 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 nicht dabei, weil Lizenzen nicht gekauft und hast du nicht gesehen. Dritte Liga nicht dabei. Hat auch alles nichts damit zu tun, dass es beim Fußballmanager dabei ist. Wobei das, glaube ich, auch nicht so richtig da ist. Das heißt, dritte Liga, ich weiß es nicht genau, aber es ist eine andere Geschichte. Bei FIFA wird keine dritte Bundesliga dabei sein. Aber dafür wird dabei sein wieder die türkische Liga und die tschechische Liga. Die wird wieder, auf jeden Fall wird sie dabei sein. Und außerdem ganz neu dazugekommen die saudi-arabische Liga. Nur nochmal, um vielen Fragen entgegenzukommen, die ich in letzter Zeit halt so gestellt bekommen habe. Ja.
das dazu. Außerdem die Frage halt immer nach irgendwelchen Abonnenten-Specials. Ich habe jetzt schon wieder 11.186 Abonnenten. Nicht schon wieder, sondern zum ersten Mal. Und dann ist wieder die Frage, wahrscheinlich mache ich ein 11.000 Abonnenten-Special. Die Antwort lautet, jein, weil ich werde kein richtiges Special machen. Ich meine, ihr seht jetzt als Special heute den Commander Krieger kurz in meinem Video. Ihr seht morgen bei Commander Krieger, seht ihr mich im Video. Dann mache ich jetzt in nächster Zeit öfters Gewinnspiele und das wird auf jeden Fall in jedem Announcement-Video, also ich werde versuchen, in jedem Announcement-Video ein Gewinnspiel zu machen. Es wird immer ein kleines Gewinnspiel sein, aber in diesem zum Beispiel geht es um diesen Ball und im nächsten Announcement-Video gibt es wieder irgendwas anderes Schönes oder so, mal schauen. Auf jeden Fall immer am Ende von den Announcement-Videos wird es ein Gewinnspiel geben, wie ihr daran teilnehmen könnt. Ich muss da immer einen Schnitt machen, um zu gucken, was passiert, ob die Kamera noch läuft oder nicht. Und sie läuft noch. Wie gesagt, da geht es um diesen Ball diesmal. Außerdem werde ich mal in irgendeinem Gameplay-Video, was ich machen werde, auch einen Preis zeigen oder sagen. Und dann werde ich da auch ein Gewinnspiel machen. Das wird dann so ganz spontan sein. Das heißt, alle, die meine Videos schön verfolgen und dabei sind, die werden mitbekommen, wenn ein Gewinnspiel ist. Man muss natürlich rechtzeitig dabei sein. Ich werde dann vielleicht eine Woche Laufzeit machen für das Gewinnspiel, für die, die nicht jeden Tag reingucken können. Aber es wird auch in meinem normalen Video mal den nächsten Gewinnspiel geben. Je nachdem, wie das ankommt, werde ich das öfters machen. Dann hatte ich noch irgendwas mit Gewinnspielen. Mir fällt es gerade nicht ein. Mir fällt es nicht ein, deswegen sollte ich jetzt noch mal kurz überlegen. Ja, mir fällt jetzt doch nicht mehr ein, was ich da sagen wollte. Deswegen mache ich jetzt einfach das Gewinnspiel. Und zwar, wie könnt ihr diesen Ball gewinnen? Es ist für jeden möglich, der einen YouTube-Account hat. Ihr müsst einfach nur in dieses Video, in die Beschreibung unten reinschreiben, wie heißt der Ball? Torfabrik. Ihr müsst irgendwas reinschreiben mit Torfabrik, aber bitte schreibt nicht nur Torfabrik rein. Schreibt irgendeinen Satz, irgendwas Schönes hin mit Torfabrik. Nur ein Wort wäre ein bisschen unkreativ. Also ihr müsst mehr als ein Wort schreiben mit Torfabrik. Und dann werde ich per Zufall jemanden auslosen und das dann demnächst bekannt geben, weiß ich jetzt noch gar nicht wann, aber bis spätestens zum nächsten Announcement, wer gewonnen hat, das machen wir einfach so, bis zum nächsten Announcement, wer gewonnen hat, oder ist da irgendwas anderes zwischen? Ich muss ja auch eine Zeit angeben. Ja, bis zum nächsten Announcement, dann wird halt beim nächsten Announcement wieder einer bekannt gegeben, vielleicht auch noch von einem Gewinn aus einem Video, wie gesagt. Also Torfabrik reinschreiben, bis zum nächsten Announcement, das ist dann Donnerstag, der irgendwann Anfang September, in 2 Wochen. So, was wollte ich noch sagen, was kommt demnächst raus? Ich wollte eigentlich die Tage mal endlich ein Xbox 360 Gameplay bei mir im Kanal zeigen, das hat alles nicht geklappt. Ich bin von morgens bis abends in der Uni und habe irgendwie keine Zeit, da ständig Videos zu schneiden. Und vor allen Dingen Xbox ist irgendwie noch zurzeit für mich aufwendiger. Aber ich versuche das jetzt demnächst nochmal endlich hinzubekommen, dass ihr mal ein Xbox 360 Gameplay von mir seht. Und ja, weiterhin meinen Karrieremodus will ich ja fertig machen. Ihr habt jetzt 2 Spiele in einem Video gesehen. Und mal gucken, wie ich das weitermache. Ultimate Team geht natürlich auch ganz klar weiter. Und ansonsten Prognosen, wenn ich Zeit habe, dann. Aber es ist halt zurzeit halt eher die Priorität auf die anderen Sachen. Prognosen versuche ich so bald wie möglich dann zu machen. Gut, in dem Sinne danke ich jetzt euch erstmal fürs Zuschauen. Es war, glaube ich, wieder sehr lang. Und ich danke euch fürs lange Zuschauen bis zum Ende. Gerne den Daumen hoch drücken und wie gesagt, Kommentar schreiben, wenn ihr diesen Ball gewinnen wollt. Es können alle teilnehmen, die einen YouTube-Account haben. Geil, oder? Bis dann, bis zum nächsten Mal, euer Basti. Ciao.